Frau Köppen. Wir freuen uns sehr, Sie zu treffen. Und wir alle sind sehr dankbar, in Deutschland zu sein. Und, was denken Sie über die Passschulen? Ich bin auch erstmal sehr froh, dass ich euch das Hamburger Rathaus zeigen durfte, ein Teil von meiner Arbeit. Und ich finde es ganz, ganz toll, dass ihr jetzt in Deutschland seid, dass ihr in euren Heimatländern Deutsch lernt und überlegt, ob ihr irgendwann vielleicht auch mal in Deutschland studieren wollt. Die Voraussetzungen hier in Deutschland sind dafür sehr gut. Insofern kann man das Projekt nur unterstützen, kann man euch nur unterstützen und euch ermutigen, noch mehr Deutsch zu lernen. Danke. Hallo, ich heiße Mansi Pamu und meine Frage ist, was gefällt Ihnen am Pasch besonders gut? An Pasch gefällt mir besonders gut, dass es in verschiedenen Ländern Schulen gibt, an denen die Möglichkeit besteht, Deutsch zu lernen. In Deutschland selbst, wenn ich das jetzt mal vergleiche, gibt es nur sehr wenig Möglichkeiten, verschiedene Sprachen zu lernen. Es gibt die Möglichkeit Englisch, Französisch, vielleicht noch mal ein bisschen Italienisch oder Spanisch, aber andere Fremdsprachen ist nicht so möglich. Und insofern finde ich es gut, dass es die Möglichkeit gibt, für die Schüler Deutsch zu lernen. Also, danke. Ich möchte wissen, wie kann Hamburg Pasch unterstützen? Wir können Pasch unterstützen, indem wir eben auch solche Angebote geben für die Schüler, dass wir das sogar vielleicht noch ausbauen. Ich selbst habe ja jetzt verschiedene Kolleginnen angesprochen, hatte heute eine Kollegin mit dabei, die das Projekt auch überhaupt gar nicht kannten, und dass man es einfach bekannter macht unter den Abgeordneten. Ich heiße John und ich habe eine Frage. Welche Möglichkeiten für eine Kooperation zwischen Deutschland und den Philippinen sehen Sie? Das ist jetzt eine passende bundespolitische Frage und weniger mit Hamburg gesehen. Aber ich glaube, dass gerade Deutschland im auswärtigen Bereich sehr kooperativ ist und dass es auch mit den Philippinen einen guten Austausch gibt. Danke. Hi, ich heiße Selina und ich komme von den Philippinen. Hätten Sie Lust, nach Manila zu kommen und eine Passschule zu besuchen? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe sehr viel im Ausland gelebt, weil mein Vater jahrelang für das Auswärtige Amt gearbeitet hat. Der ist als Hafenkapitän, hat er in Saudi-Arabien und auch in Afrika gearbeitet. Er selbst ist Kapitän von Beruf, und daher habe ich viel, viel gesehen, weil er immer im Ausland tätig war. Danke. So, vielen Dank für Ihre Zeit. Es war eine tolle Gelegenheit für uns und ja, danke schön. Und ich möchte mich auch bedanken, Sie kennengelernt haben zu dürfen.